zu Ihnen, Herr Ministerpräsident Platzek. Wir möchten heute für Sie und Ihre Familie Fluglärm im Wohngebiet erlebbar machen. Und das an einem Tag der Ruhe, dem Heiligen Sonntag. Bei Ihrer Nachbarschaft, lieber Herr Platzek, haben wir uns bereits entschuldigt. Fluglärm, wie er den Schwerstbetroffenen jeden Tag, und geht es nach Ihnen, Herr Platzek, jede Nacht zugemutet wird. Wir möchten Sie daran erinnern, Fluglärm macht krank. Es ist eine Schande, dass Sie und Ihr Berliner Kollege Wobereit, oder sollte die Reihenfolge Ihrer Namensnennung vielleicht gewechselt werden, ganz nach dem Motto, der Taktschläger immer zuerst, dass Sie, Herr Platzek, uns als Landesvater dazu nötigen, ein Volksbegehren für ein uneingeschränktes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr auf den Weg zu bringen. Als hätten die Menschen nichts Besseres zu tun. Nun, dennoch sind wir dazu bereit, das Volksbegehren voranzubringen. In der Kernregion der Schwerstbetroffenen um den Problembär. In den Regionen der neuen, und ich sage ganz bewusst, der noch heute unbekannten Flugrouten. Aber auch dort, wo der Lärm nicht wahrgenommen werden kann. Zum Beispiel in den ferneren Kreisen wie den Elbe-Elster-Kreis. Dort wird man nur in Anführungszeichen, auf der finanziellen Schiene durch das Katastrophenprojekt BER eine Betroffenheit der anderen Art erfahren. So, lieber Bernd, nun starte die erste Lektion unserer Informationsdienstleistung, wie gesagt, völlig kostenfrei.